Und dann sehen wir hier jetzt den neuen deutschen Jugendhallenmeister. Das ist Colin Sauerbrei, erster TSV Bad Salzungen. Der deutsche Jahresbeste mit 14,99, die ist er gesprungen in Chemnitz. Und jetzt hat er hier einen draufgelegt, 15,10 Meter. Und das sein letzter Sprung, hat den fünften ja extra ausgelassen, um jetzt nochmal die Kräfte was zu bündeln in diesem letzten Versuch. Da würde er die 15,10 Meter nicht verbessert haben. Schönes Bild jetzt hier von den beiden Gold- und Silbermedaillengewinner. Max-Ole Klobaser kann es da immer noch nicht fassen. Und freut sich da. Und natürlich auch Colin Sauerbrei, der verdiente Goldmedaillengewinner ist mit 15 Metern und 10 neue deutsche Jahresbestleistungen.